Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoteMMA. Die ersten Interviews des Media Days von der UFC 280 sind vorbei. Islam Makhachev und Charles Oliveira haben die Interviews abgegeben. Islam wurde extrem kritisiert dafür, dass er, sag ich mal so, selbstbewusst war im positiven Sinne. Und dass er halt so von sich überzeugt ist und dementsprechend auch ein bisschen respektlos gegenüber Charles Oliveira, welcher bis jetzt alle Leute in seinen letzten Fights von sich überzeugen konnte. In diesem war es auf jeden Fall eine interessante Sache zu sehen, dass Charles Oliveira mit seinem ganzen Team, mit seiner ganzen Mannschaft, ja, bei diesem Media Day war, was ich persönlich einfach als Statement so gesehen habe. Also muss ich ganz klar sagen, das war auf jeden Fall ein Statement gegenüber dem Team von Khabib und der gesamten Situation in Abu Dhabi, dass er so als Underdog da reinkommt, will trotzdem signalisieren und symbolisieren, dass sein Team an seiner Seite ist und dass er es mit denen dorthin geschafft hat, dass sie ihn immer supporten und dass er auf jeden Fall so eine genauso große Unterstützung hat wie auch ein Team von Islam oder auch Khabib Nurmagomedov, obwohl er im feindlichen Territorium in Anführungsstrichen ist. Denke aber, er genießt die Zeit trotzdem sehr dort, so wie es aussieht, und die ganze Promophase etc. Insofern ist es wahrscheinlich einfach nur, ja, mehr Schein als Sein, und den Aufenthalt in Abu Dhabi genießt er sicher auch, da bin ich mir ziemlich sicher, Freunde. Hier hat er aber etwas Krasses verkündet im Interview. Er sagte nicht nur ganz klar, dass er Islam Makhachev ebenfalls in der ersten Runde finishen will, dass er dafür geboren wurde, dass er ganz genau weiß, was ihn erwartet. Er sagte ebenfalls, dass Islam Makhachev nur dort ist, wo er ist, aufgrund von Khabib. Und das ist natürlich etwas Interessantes, das heißt, dass er sozusagen behauptet, dass durch den Einfluss von Khabib, welchen in der UFC hat, Islam Makhachev dort steht, wo er steht. Er hat keinen Top-5-Contender geschlagen, so wie Charles Oliveira, sondern hat einfach diesen Platz so ein bisschen geschenkt bekommen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, klar hat er irgendwo ein bisschen recht, dass Khabib da sicher natürlich einen großen Einfluss mit hatte, aber stylistisch gesehen gibt es doch kein geileres Matchup. So, wen will er denn sonst kämpfen im Leichtgewicht? Da gibt es nichts irgendwie, was man sonst mehr sehen will als diesen Fight, sage ich euch zu 100%. Also, da muss man auf jeden Fall sagen, klar, Einfluss gewisserweise ein bisschen da, aber Charles Oliveira könnte sich auch keinen stärkeren Gegner überhaupt vorstellen, der so Grappling-lastig ebenfalls auch dabei ist, ihn zu testen, wie es noch kein anderer zuvor getan hat. Denn kein anderer wollte irgendwie mit ihm auf den Boden gehen, aber Islam will es. Und ich denke, das macht diesen Kampf so spannend und deshalb habe ich auch so Bock auf diesen Fight selbst. Ansonsten hat er aber was Krasses enthüllt, denn nach dem Fight mit Islam Makhachev ist er davon überzeugt, dass Khabib höchstwahrscheinlich doch nicht zurückkommen wird, und sagte ganz klar, hey, Volkanovski ist das Backup, Volkanovski ist der nächste Fight in Line, der es halt dann gegen mich oder Islam sein wird. Und ich werde gegen Volkanovski kämpfen im Leichtgewicht und im Federgewicht, sprich bei 145 Pfund, bei 66 Kilogramm. Und dann frage ich mich, wie soll er das bitte schaffen? Er hat alle schockiert mit dieser Aussage und alle lachen sich schlapp, weil sie ganz klar sagen, hey, du schaffst nicht mal 70 Kilogramm im Leichtgewicht ordentlich zu machen. Wie willst du nochmal auf 66 Kilogramm ins Federgewicht runtercutten? Das will er machen, um Volkanovski Legacy zu nehmen, um keine Zweifel mehr zu lassen. Aber sehen wir erstmal, wie der Kampf zwischen den beiden im Leichtgewicht stattfinden wird. Und dann werden wir natürlich sehen, wie es weitergeht. Aber krasse News, ich bin gespannt, ob er es schafft, so wie er es auch erzählt. Ich denke, Weltergewicht ist mehr greifbar für ihn und besser, aber vielleicht sind ihm dort die Jungs auch zu gefährlich. Wer weiß. Ich bin gespannt. Schreibt mal auch mal in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei NoteMMA.